Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Super Mario Maker. Im letzten Part haben wir irgendwas getan. Wir haben Level gespielt. Eine neue Mitteilung. Danke. So. Also. Mir haben wieder welche die Level-Ideen in die Kommentare geschrieben. Und zwar der liebe Falke HNX. Und natürlich. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Martin Herburger. Okay. Sorry, dass ich kurz deinen Namen vergessen habe. Ja. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel. Okay. Ich habe sie ja als Favoriten unter den Baumeistern gespeichert. Welches wollen wir uns denn zuerst angucken? Wir gucken uns erstmal den Falken an, der irgendwie 400... Bernhard und Angst und Schrecken. Er hat 4 Medaillen. Ich will auch. Behaarte enge Höhle. Genau das hat er mir geschrieben. Hey, das soll ich doch mal spielen. Das ist voll lustig, wenn ich einen ähnlichen Humor habe wie er. Wollen wir es herausfinden, okay? Die Levide, seht ihr dort unten, die Abschlussrate ist 5%. Warum? Mal gucken, ob wir das schaffen. So, behaarte enge Höhle. Kommentare an, sagt er. Willkommen in der Lustgrotte. Wasch dich, deine Haare sind schon grün, ekelhaft. Das hier sollen Haare sein. Okay. Ich weiß zwar nicht, wie sich eine Höhle waschen kann, aber egal. Na gut, wenn ein Wasserfall durchfließt. Oh, ein Pro. Angst und Schrecken. Das kann doch was werden. Ach, ich weg. Was haben wir denn hier? Willkommen im Darm! Wolltest du hier wirklich landen? Hier geht es heiß her. Oh. Wie eng. Okay. Gestern gab es Bohnen, deshalb brodet es hier so sehr. Yay! Erbsen, Bohnen, Linsen, lassen's Arschloch grinsen! Falls den Spruch jemand kennt. Dieser Sprung sieht übelst nicht einfach aus. Er ist einfach. Wo soll ich jetzt sein? Dort oben. Du Dums, du bist ein Dummer. Nerv jetzt nicht. Rum. Mach doch weiter. Jetzt häng hier nicht dumm rum. Was tust du denn? Oh Mario, oh Mario. Was du tun? Was du tun? Ich weiß es doch nicht. Seht mich an dieser Songs in die Charts. Oh Gott, jetzt soll ich also dort auch noch dran. Oh nein, ich bin ein Fehler. Ist das denn so schwer, oder? Du bist dumm, du bist dumm, dumm, du bist dumm, Mann.
was geht hier ab in der behaarten Engelhöhle? Behaarte Engelhöhle, ich weiß nicht, was das in ihr soll. Es ist auf jeden Fall sehr schwierig und ich hab Angst und sing aus Langeweile. Oh Mario, oh Mario, oh Mario, das ist so schön hier. Hier braucht man keine Heizkosten zu bezahlen. Ich weiß nicht, warum ich das nicht schaffe. Das war jetzt richtig dumm von mir. Oh mein Gott, zieh doch deinen Kopf jetzt ein. Es ist eng, es ist eng, es ist eng, es ist eng. Lette sich wer kann, vielleicht so nah. Ei, 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 ei. Dummes Ei, oh nein, wer schmunzelt, dem geht es gut, träumt mit mir, oh nein, das heißt doch, glaubt an mich, dann schaff ich das, singt mit Abonnenten, oh yeah, oh yeah. Oh nein, du bist ein Schwein, um die Ei, Ei, Ei. Jetzt werden wir aber das schaffen, aber schaffen, wir schaffen's. Es ist eng, Mario wird schon ganz schlecht von diesem ekelhaften Haaren. Die stinken doch sicherlich sehr doll. Ich bin ein Mann, oh lecker, Minomski. Nein, du kleines Dummes. Ah, jetzt sing alle bitte mit. Alle singen bitte mit. Seid ihr bereit? Dann geht's jetzt los. Oh mein Gott, was ist denn das hier? Ich weiß nicht, was ich hier tun soll. Oh nein, ist das denn wirklich so gewollt? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, du bist ein dummes Schwein. Warum, warum tut man so etwas? Dieses Level ist crazy. Was ist denn hier los? Ich find es geil. Jetzt ein Nightcore. Seid ihr bereit? 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 Seid ihr hallo, jetzt geht es ab in Nightcore, in Nightcore. Oh nein, was geht hier denn jetzt nur ab? Ich rappe. Oh nein, du Schwein, oh nein, du Schwein, bist ein Dumm.
Das Schwein. Du Schweini, du Schwein. Du kannst Nein sagen. Schwein, 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 Schwein. Oh nein, du Schwein. Was geht denn hier ab? Es wird schnell, es wird schnell. Gell, ich schaff's nicht. Ich bin zu dumm für diesen Level. Ich wollte ihn schaffen, aber ich krieg's nicht auf die Reihe. Ich bin am Arsch. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, du Schwein, jetzt reicht's. Wenn ich das nicht schaff, dann nimm es mir bitte nicht übel. Es ist ein geiler Level, ich hab verkackt. Okay, lieber Falker Hynix, dieser Level ist interessant, habe ich so noch niemals gesehen. Nice Idee. Ich hätte ihn zu gerne weitergespielt, aber ihr habt ja gesehen, das war jetzt richtig hart, an diese eine Ranke da ranzuspringen. Also, oder an das eine Haar. Ich hab's jetzt nicht geschafft. Ich hoffe, du bist mir da nicht böse. Ich hoffe, dir hat's trotzdem jetzt gefallen. Was? Ich hoffe, du magst es trotzdem, dass ich dein Level gespielt habe. Ist jetzt nicht gerade so interessant, aber es war ganz witzig. Ganz witziger Level. So, was hat uns der liebe Martin Herburger da gebaut? Von Schneebergen, Mini-Rätseln und Run. Das ist sein Level. Die Abschlussrate ist 1,12. Ja, wir kennen ihn. Ja. Wir sind Rätsel. Und wie wir wissen, kann er gute Rätsel machen. Er hat also wieder eins gemacht. Er hat voll falsch geschrieben, aber Rechtschreibung ist jedem egal. Es regnet Wolken. Ich wusste noch nicht mal, dass man das machen kann. Wieder etwas gelernt. Ich schlag mir jetzt am Kopf. Das waren die Kopfhörer. Ist fast dasselbe wie der Kopf. Das ist auf jeden Fall interessant. Au, Mann. Ich bin nicht zu dumm. Was ist heute los in der großen Hose? Was ist denn hier drinnen? Ein Pilzchen. Das will ich haben. Aber bitte ohne getötet zu werden. Dann. Das ist eine Tür? Was? You mean what? Nein. Oh nein, oh nein! Oh, nice! Und jetzt? Ah! Ein kleiner Checkpoint. Wie nice. Hätte auch einfach da einen Checkpoint setzen können, aber egal. Na gut, müsste man die Ladezeiten abwarten, hä? Ich kann an dem sterben. Böse. Ah, BC. Jetzt Moschler. Ach Mann! Diese verdammte Bumper. Vielleicht sollte ich erstmal warten, bis der ein bisschen. Ja, na klar! Ist normal! Alter! Hart! Na gut, ich habe einen Pilz eigentlich hier bekommen. So, jetzt wollen wir aber mal richtig loslegen.
Oh mein Gott. Wo bin ich? Hilft mir. Habe ich ein Secret? Ich bin nicht da. Mario ist verschwunden. Rette sich, wer kann. Ich glaube, ich habe einen Fail. Oh mein Gott, wie habe ich das gemacht? Theoretisch. Nein, kann man nicht. Okay. War nur ausprobieren. Dann hat er schon gedacht. Selbst wenn, würde ich es nicht tun. Weil wir wollen es schaffen. Toll! Epische Fails! Dieser Bumper ist echt schlimm. Wieso nicht einfach so? Hilfe! Angst und Schrecken. Nein! Oh Mann! Was ist das? Ein Level. Oh, nice, ist heiß. Also das ist ja am Anfang das ist echt schwer. Nein, das mit dem Goomba ist aber auch nicht ganz leicht. Goomba, schwerste Gegner ever. Oh Mann! Aber Pro! Oh nein! Oh Mann! Was ist denn da los? Ich hab eine Idee. Ich hab jetzt eine Idee im Raum. So, erstmal den Goomba kriegen, die Pilz nehmen, hier entlang gehen und dann auf. Drosch! Und dann auf den Bumper. Und dann komplett falsch draufspringen. Und sich am Kopf fassen. Ah nein, das war falsch, Herr Mario. Wir machen das gerade nochmal. Herr Mario wird jetzt warten. Warte, ich krieg das hin. Ich schaff das. Oh Mann! Was ist das? Ach, okay. Bumbatz-Troll, jetzt mach ich so laut, klassische Art. Jetzt nerv ich. Böse. Hau ab. Bei solchen Leveln muss ich anfangen zu singen. Aber die Musik passt nicht. Was machen wir da? Ich hätte ja eine Idee. Es ist doch nur ein bisschen. Dreiersprung, bitte. Hau ab. Da. Wie machen wir das jetzt mit dem Singen, da die Musik nicht passt? Wir rasen in einen Kreis. Mensch, Dreiersprung. Klappt gar nicht hier drauf. Was hast du kaum? Aua!
Was verhindert das wirklich? Danach gibt es ja zum Glück einen echten Checkpoint. Ja. Jetzt verschwinde. Das war knapp. Autsch. Das ist hart. Oh mein Gott. Wie? Oh nein, Meat Boy Style. Mega geil. Run. Na. Ah. Meat Boy Style. Mega geil. Na! Oh. Ruhig. Findere dein inneres Chi. Und sterbe. Da oben ist ein Weg. Glaubt man's denn? Nervig. Immer diese Koopas. Wow. So, wir haben den Level geschafft. Alter, nach 37 Minuten ist der Part jetzt schon und 11 Minuten haben wir für diesen Level gebaut. Lieber Martin Herburger, ein sehr, sehr, sehr schöner Level. Richtig geil alles eingesetzt, richtig geil. Dass ich manchmal nur rumgemeckert habe, ist, weil ich es nie geschafft habe. Ja? Also nicht persönlich nehmen. Der Level ist richtig nice. Ich werde dir auch jetzt einen Kommentar schreiben, damit du weißt, dass ich diesen Level richtig nice finde, wenn ich meinen Touchpad finde. Ich habe ihn. So. Also. Was soll man schreiben? Best Level ever? Yep. Bester Level ever. Weiter. So. Verdient. Eine unendlich lange Zahl. Und jetzt haben wir doch hier so ein schönes Zeichen. Und ich schreibe noch dahinter Sterne, damit er weiß. So, und dann einen Haufen Ausrufezeichen. So, und jetzt machen wir noch diesen süßen Smiley. Wo ist er denn?
Da ist er. Machen wir ein bisschen von den Ausrufezeichen hinweg, dann passt das. Und jetzt noch so ein geiler Smiley. So ein schöner japanischer. So, den Kommentar dürftet ihr jetzt gleich sehen. Er sieht den sogar, wenn der Part schon oben, bevor der Part oben ist, also von daher. So. Na, wo ist der? Von dem verpasst. So, da oben steht mein Kommentar. Bester Level ever, weiter so verdient. Diese Zahl könnt ihr jetzt mal selber machen. Sterne. Mit japanischem Smiley und einem lachenden Smiley. So, lieber Martin Herburger, wieder ein ganz geiler Level. Also der hat's echt drauf. Ich finde, Martin Herburger hat wirklich mehr Sterne verdient. Viel mehr Sterne. Dieser Level hat viel zu wenig Sterne. Der erste Teil des Levels, sage ich jetzt mal, war jetzt nicht so schön. Er war zwar auch schön, aber ja. Ach, diese Wolken sollten sogar Schnee sein. Ah, gut. Und das mit Meat Boy Style da war ganz geil. Und dann kam ja auch in der Höhle, das fand ich am besten. Also die Höhle, die war wow. Die war richtig geil dann. Ja, das waren wirklich kleine Rätsel. Und ich finde das richtig nice gemacht von ihm. Er hat es wieder richtig geil eingesetzt alles. Der hat's drauf. Am Anfang halt so auch hier im ersten Abschnitt so Meat Boy Style. Und in der Höhle, da hat er ja auch Kaizo Style benutzt. Und ein paar Ideen von mir auch noch mit reingemacht. Richtig nice. Martin Herburger, gerne mehr davon. So, jetzt kommen wir zu Falke HNX, sein Level. Behaarte enge Höhle. Naja. Es geht besser. Aber es ist ja nur so ein Spaßlevel. Also okay. Es wäre zwar schön, wenn Falke HNX auch Rätsel machen könnte, aber ist nicht so schlimm, wenn er auch keine macht. Vielleicht habt ihr noch geile Level, wo ihr sagt, ey, die muss der spielen. Wenn, dann schreibt sie mir in die Kommentare. Ich muss da jemanden mal aus der Favoritenliste entfernen. So. Wenn ihr ein Level habt, dann schreibt ihn unbedingt in die Kommentare. Achtet aber auch darauf, dass die Level-Idee richtig ist. So, ich hoffe, der Part heute hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Daumen hoch. Wir haben es hingekriegt, den Level von Martin Herburger, den geilsten Level, den ich jemals gesehen habe, und auch den geilsten Baumeister. Das sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Abgesehen natürlich von den Japanern. Da kommt keiner ran, ja. So. Gut, er könnte es schaffen und ich könnte es auch schaffen. Mal gucken, was wir beide da noch machen. Also, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Schaltet wieder ein. Wir haben es mit japanischen Techno geschafft, Martin Herburger sein Level zu spielen. Wird ab sofort immer so sein, dass ich dann mal ein bisschen Musik einspielen lasse, wenn ein Level zu hart wird, damit ihr nicht meine verdammten Wutausbrüche hört, sondern einfach Musik genießen könnt. Denn damit bin ich auch ganz gut. So, also wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich rede zu lang. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao! Daumen hoch, wenn es gefallen hat, und Meinung in die Kommentare. Und Levi-Ideen in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Bis